Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wario Land 4. Wir sind im zweiten Level der Topaz Passage und zwar The Big Board, das große Brettspiel. Yep, und dann gehen wir auch gleich rein. Jawohl, und wir haben wieder hier eine schöne Welt mit Lego-Bäumen. Wie ich finde, also ich finde, die sehen aus wie die Dinger, die es auch bei Lego gibt. Stirb, komisches Vieh. Wario-Autos. So, ach genau, und hier gibt es diesen Spielplan. Wir können als erstes jede beliebige Zahl würfeln. Wir würfeln erstmal die 6. Und das dreht uns jetzt die Blöcke um, sodass wir hier rüber können. Und es gibt auch noch viele schöne andere Alternativen, die wir machen können. Und das werden wir gleich noch sehen. Oh, und hier ist auch schon das erste Teil des Rubins. Sind also nicht Rubin, sondern des Kristalls, weil Rubine sind ja rot. So, ich mache auch platt, dann kriege ich auch ein bisschen Geld dafür. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, gleich wieder zu würfeln. Genau. So, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder ein Herz zu würfeln oder einen Wario-Kopf. Der Wario-Kopf, der tut Folgendes. Er setzt uns in Flammen und das brauchen wir natürlich, um da oben an das nette Ding ranzukommen. Jawohl. So, und jetzt würfeln wir am besten, weiß ich nicht, eine 5 oder so. Würfeln wir die 5. Jetzt habe ich eine 6 gewürfelt. Okay, dann seht ihr vielleicht, was das bringt. Das bringt uns so einen Haufen kleiner Würfelgenossen, die uns in einem Teil des Levels gleich noch hilfreich sein werden. Keine Ahnung, komme ich nicht ran. Macht ja nichts. Geh mir hier runter und aua, laufen das hier rein. Und hier ist auch der zweite Teil. Gott sei Dank, dass ich hier runterkomme. Egal, gehen wir weiter. Oh, und was haben wir hier? Auf jeden Fall wieder ein paar Rubine. Kristalle, Saphire, was immer. Und schon wieder ein Kristallball. So, und hier sehen wir die Stelle, für die wir eigentlich die Würfelmonster brauchen. Würfeln wir doch einfach mal eine 1. Das war keine wirklich sinnvolle Aktion. Das heißt, ich brauche eine, nicht 4, eine 5 wollte ich haben. Macht nichts. Hä, was? Ach, jetzt kann ich auch fett werden. Bringt mich zwar nicht sonderlich weiter, aber wir sind mega fett. Na gut, dann dieser Kristall diesmal nicht, weil uns leider das Ding dazu fehlt. Aber wir können hier rauf und uns den hier schnappen. Und Geld und noch mehr Geld und Wario sammelt alles Geld der Welt. Jetzt bist du hier auch runtergefallen. Wunderbar. Hässliches kleines Vieh. Und der letzte Kristallteil schon. Das heißt, ich neige mich schon mit dem Ende zu. Geld! Oh, da unten sind lustige Viecher. Kommt man hier ran? Ach, da bräuchte ich den Fettwanz-Wario für. Aber ich würde jetzt gerne erstmal eine 3 würfeln. Das war eine 4. Gut, der Blitz macht uns natürlich Schaden. So wie der Blitz eigentlich. Da kommt ein hässliches Auto. Jo, was wollte ich jetzt haben? Das vergessen. Kristall eigentlich. Wieder eine 3 bräuchte ich. Ja, gucken, sind wir wieder der dicke Wario. Genau. Gehen wir hier runter und machen diese Viecher platt. Um uns eine Runde Geld zu verdienen. Nein, 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 das war... Oh, schade, das war zu früh. Ich hätte auch noch hier runter gekonnt. Aber ich wollte erstmal die Viecher alle plätten, oder? Da wäre auch noch Geld gewesen. Macht nichts. Hier können wir auch würfeln. Was bringt uns das denn hier zu würfeln? Achso, erstmal müssen wir das Ding da wieder anmachen. Also eine 1. So, machen wir die Plattform wieder an. Ach, genau. Und jetzt müssten wir wieder den Wario würfeln. 1, 2, 3, 4. Wir hoffen, dass wir jetzt platt gepresst werden. Das dachte ich mir doch. Jetzt können wir hier rüber flattern. Was ist hier? Ach, die CD. Schön. Die würde ich gerne einsammeln.
So, dich schieben wir da rein und dann gehe ich mich auch groß machen, in Hoffnung, dass ich jetzt nicht irgendwas dadurch verschenkt habe. Nein, habe ich nicht. So, da ist noch ein bisschen Geld, an das ich nicht rankomme. Macht nichts. Ach, da steht Get, dieses komische Ding. Gut. Das ist leider gerade außer Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5 bräuchte ich. 4, 5. So. Kriegen wir einen schönen Kristall dafür. Macht ja nichts. Der ist noch ein bisschen mehr wert. Wario macht ja nur so Stampferzack höher. Ich hasse dich. Das Viech. So, hier unten war keiner mehr, ne? Die hatte ich beide genutzt. Gut. Gehen wir hier rein. Was ist hier? Ein lustiges kleines Gedöns. Komm her. Wario-Auto. Und 1, 2, 3, 4 bräuchte ich. Das war eine 6. Wieso dürfte ich eine 6, wenn ich eine 4 brauche? Macht nichts. Dann jetzt eine 1. 1, komm her. Das müsste jetzt schon Punkt für der Wario sein. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier richtig bin. Ja, das war schon mal gar nicht so verkehrt. Aber jetzt komme ich nicht mehr da ganz oben rauf. Das ist schon mal doof. Macht nichts. Obwohl, warte mal, da sind doch diese netten Blöcke. Ja, das heißt, dass wir, wenn wir gleich die Zeit aktiviert haben und hier nochmal lang können, dass das dann funktioniert. Gehen wir doch hier rein. Und wo sind wir hier? Nein, nicht durch die Tür nochmal raus, sondern wir gehen hier in die Tür und rollen hier runter. Ach, hier ist die schöne Zeituhr, die wir aktivieren müssen. Machen wir mit einer netten Stampfattacke und dann hüpfen wir hier durch das Level wieder raus. Zack, hier raus. Und wo sind wir jetzt? Ach, genau. Und jetzt müssen wir so lange würfeln, bis wir ins Ziel kommen. Das machen wir, indem wir am besten eine hohe Zahl würfeln und nicht die Blitze treffen. So, hab ich nicht erzählt. Gut. Aber eine 5. Ein schönes Herzchen und ist mir egal. Na, nicht eine 1. Genau das wollte ich nicht haben. Der ganze Rest war mir egal. So, ein paar Würfelfiecher. Und wieder ein Blitz. Jawohl. Ist mir jetzt auch egal. Ich möchte einfach nur so schnell wie möglich zum Ziel kommen. Oh, Mann. Das Tolle ist, wir verlieren nicht wirklich Geld, da wir das immer wieder einsammeln können. Aber wir verlieren Herzen. Das ist nicht so schön. Ja, ich habe echt Talent zu treffen, habe ich das Gefühl. Jetzt kommt wieder ein Würfelmonster. Also mehr. Oh, und genau getroffen. Mega gut. So, jetzt geht's hier wieder runter. Wir können jetzt hier durch. Und was gibt es hier? Noch ein nettes Teil für mich. Und nach unten. Und hier noch. Kristalle einsammeln. Jawohl. Durch die Tür nach draußen. Wie komme ich da oben ran? Schaffe ich das von hier? Nein, schaffe ich nicht. Vielleicht mit Anlauf. Nein, so auch nicht. Aber da oben war eine lila Röhre. Die möchte ich noch rein. Was ist hier drin? Ach, das ist ein alter Vetter. Wir sind immer in dieser Röhre. Komm her. Kaboms. So geht das. Das Geld von dem Stein kommt auch noch. Und damit hätten wir hier auch die 10.000 voll. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass das uns bringt. Also machen wir das einfach. So, und jetzt rennen wir hier durch das Level wieder zurück zum Ausgang. Hey, komm her. Hier runter konnten wir auch noch, da war noch was, oder? Ja, die kann ich mir doch mal erinnern. Aua. Jetzt hier runter durch. Und jetzt nochmal hier durch. Aua, die Karte habe ich auch mitgenommen. Ich auch. Ah, wir haben noch eine Minute. Und hier war schon der Ausgang. Das heißt, genau, hier ist der Ausgang. Und dann sind wir draußen aus dem Level und haben alles eingesammelt, was wir zu sammeln brauchten. Den Schlüssel, den netten Kristall und die CD. Jawohl. Und wir haben wieder einen Highscore. Unglaublich, wenn man das Level zum ersten Mal spielt. Und zack, raus, den Schlüssel ins Schloss. Und öffnet mir die Türe.
Dort setzen wir den zweiten Kristall ein für die zweite Boss-Tür. Und als nächstes spielen wir das Level Doodlewoods, das aber erst im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.